Ja, hier ist der Jürgen aus Thailand. Hallo, ich grüße euch. Ja, viele haben auch mal gefragt, wenn ihr da so in der Einöde lebt, wie funktioniert das eigentlich bei euch? Ja, was soll ich sagen? Bei uns funktioniert es ganz normal, wie überall in Thailand auch. Ja, Strom, wie man sehen kann, hinter mir. Wir haben eine oben liegende Stromleitung, ganz normal, wie das hier so üblich ist auf dem Land. Und mit Wasser versorgen wir uns hier auf der Farm selber. Wir haben einen Brunnen, der ist ca. 200 Meter weiter weg. Und meine Schwager, beziehungsweise wir werden es dann auch wohl tun, haben dann einen 2000-Liter-Tank eigens fürs Haus, den wir so ungefähr zweimal die Woche befüllen müssen. Und damit versorgen wir uns dann selber mit Wasser. Ich zeige euch, wie das funktioniert. Und zwar könnt ihr sehen, wir haben hier überall auf der Farm ja so eine blaue Versorgungsleitung, wie man die überall in Thailand so kennt, liegen. Mit der beschicken wir die Häuser, beziehungsweise da haben wir dann ungefähr alle 50 Meter solche Abzweigungen, die man dann einfach öffnen kann. Wenn wir jetzt mal in der Trockenzeit die Felder bewässern wollen oder die Pflanzen gießen wollen, dann machen wir das da drüber. Ja, wir haben ja hier auch jede Menge an Pflanzen stehen. Ja, wie hier solche Bäumchen. Ja, und zwar ja, haben wir dann heute mal was erledigt, was eigentlich hinten angeschoben werden sollte, aber das Zeitfenster tat sich jetzt mal auf. Wir haben uns extra für diesen Tank, den wir dann da hinsetzen wollen, halt eben eine Bodenplatte gegossen. Hier mit recht einfachen Mitteln. Ja. Ganz normal, die ist jetzt so 1,60 m mal 1,60 m groß. Und damit ist dann halt eben auch genug Fläche gegeben, da einen Tank draufstellen zu können. Mittels Pumpe, die dann auch daneben kommen wird. Ja, gehen wir dann hin und versorgen unser Haus, was dann hier neben entstehen wird. Ich schwenke jetzt gerade mal so ein bisschen. Da hinten seht ihr ein Tor. Ich hole euch mal näher ran. Da ist unser, ja, eigener Tempel, der hier quasi ansässig ist, direkt in derselben Einfahrt wie zu unserer Farm. Und nicht weit davon weg, ungefähr 50 Meter weiter davon weg, ist halt eben ja eine großvolumige Pumpe, die wir dann halt eben nutzen, hier komplett alles zu befüllen. Ja, hier seht ihr auch wieder so ein Riesenbambus. Der muss dann auch noch weg. Den haben wir jetzt aus strategischen Gründen mal stehen lassen. Der spendet uns tagsüber so ein bisschen Schatten, wenn wir hier drunter arbeiten müssen. Das ist natürlich gar nicht mal so schlecht, aber der muss auch noch dran glauben, weil dann auch hier in diesem Bereich halt eben dann auch noch die Garage entstehen wird. Beziehungsweise, ja, eine kleine Werkstatt werden wir uns wohl auch noch dabei bauen. Man hat ja immer mal was zu tun. Hier ist auch genügend Eisen drin, falls die Kritiker meinen, ja, so ein bisschen Beton machen, dann kann ja jeder. Nee, mein Schwager, der ist ein super Schweißer und Bieger und der hat uns da super viel Metall da reingekloppt. Da auch nochmal ein Dankeschön für. Ja, wie gesagt, hier planen wir dann auf dieser Fläche, die man hier sehen kann, Papaya anzupflanzen oder halt eben anderes Gemüse noch und quasi als Selbstversorgung. Wir tendieren dahingehend, dass wir irgendwann mal in der Lage sein werden, uns vielleicht zu 60% selbst zu versorgen. Hier nebenan, da sind auch noch alles Reisfelder. Das kommt jetzt ganz schön, das Zeug. Wie gesagt, noch ist nicht Erntezeit, das kommt alles noch. Und ja, so nimmt das jetzt alles hier so seinen Lauf. Wir machen halt eben noch nicht viel, weil wir nicht einschätzen können, wann die nächsten Regenfälle kommen. Und wenn die denn hier kommen, dann ist das natürlich richtig heftig. Man kann auch sagen, wenn Regen kommt, dann zu 80% auch ungefähr, ja, man kann sagen 80% auch mit anständig Donner und Blitz dabei. Und da machst du dann gar nichts mehr, da verpisst du dich nur noch in deine vier Räume und dann ist halt eben Feierabend. Ja, da wird dann überhaupt nichts getan. Das war's dann mal von heute. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem, was wir euch so, ja, wir wollen eigentlich gucken, dass wir täglich was bringen. Und wie gesagt, teilen, liken, kommentieren, abonnieren natürlich nicht vergessen.
Und das war's dann mal für heute. Ich sage tschüss und bis demnächst. Tschüss.